So, und zum erneuten Male, ich versuche schon öfters dieses Video aufzunehmen. Und mal frohe Weihnachten, Leute. Es ist der 26. Dezember, ist kurz vor Mitternacht, also die Hauptaktivitäten und die Hauptfesttage von Weihnachten sind vorbei. Soweit ich im Kopf habe, ist es kirchlich gesehen bis zum 6. Januar, glaube ich, oder sogar noch bis Maria Lichtmesse, glaube ich, Anfang Februar. Aber damit kenne ich mich nicht genug aus, aber jetzt so ist der 26. Dezember, das heißt, die Hauptaktivitäten von Weihnachten sind jetzt für viele wahrscheinlich geistig vorbei und bald beginnt für viele dann wieder die Arbeit, das Arbeitsleben. Für mich auch bald wieder. Und das heißt, man hat jetzt irgendwie so die Festaktivitäten größtenteils hinter sich. Die Mästung ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Bis dann eben Silvester kommt, dann geht es nochmal weiter. Natürlich war nicht für alle frei, dass Leute, die in der Pflege arbeiten, als Notarzt, Helfer oder als Notärzte in der Pflege, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, alle, es gibt genug Einrichtungen, wo auch über Weihnachten gearbeitet werden muss, weil man diese nicht einfach sich selbst überlassen kann. Und das ist dann auch nochmal zu beachten. Ansonsten war es natürlich so, man hatte so ein paar Tage zumindest Ruhe. Und das hoffe ich, dass ihr das auch hattet an den Feiertagen, ob alleine mit Familie, mit Freunden oder für euch alleine gefeiert habt oder vielleicht auch einfach nur die Ruhe genossen habt, ne, etwas vielleicht stressfreiere Zeit genossen habt. Ich habe jetzt vorher nochmal geschaut, letztes Jahr habe ich zum Beispiel kein Video zu Weihnachten gemacht, hatte seine Gründe. Und ich hatte jetzt auch dieses Jahr eigentlich ehrlich gesagt keinen großen Kopf dafür. Aber wie schon gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Zeit. Und das ist, glaube ich, so das, was ich dieses Jahr am wichtigsten finde. Ich habe mal wieder mit einem Channel geschrieben, weil ich habe eigentlich so ein paar Ideen gehabt. Ich wollte eigentlich dieses Jahr wieder einen Adventskalender machen. Ich habe 2018 einen Adventskalender gemacht. Das war wenn man jetzt eine interessante Parallele ziehen will und das wirklich sehen möchte. 2018, 19 in dem Winter habe ich beim Musical mitgemacht, Marei mögen ich heißt damals. Im Sommer 2022, 2023 mache ich wieder in einem Musical mit. Das heißt, das wiederholt sich die Geschichte 4 Jahre später. Also, dass ich wieder in einem Musical mitmache. Und damals habe ich einen Adventskalender gemacht und ich hatte dieses Jahr fast wieder einen gemacht. Wenn man wirklich eine Parallele ziehen will, könnte man das machen. Ansonsten hat sich, glaube ich, schon einiges getan. Und ich arbeite mittlerweile, bin jetzt einfach im Urlaub und sonst, damals habe ich nicht gearbeitet. So. Also im Grunde ist es jetzt nicht wirklich eine Parallele, aber das war jetzt zumindest so die Überlegung, deswegen fühle ich das so her. Und ich habe damals auf jeden Fall diesen Adventskalender gemacht und ich habe mir tatsächlich überlegt, ja, es sind im Grunde nur diese zwei Parallelen, da bleibe ich gerade immer noch hängen. Also das. Egal, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt eigentlich überlegt gehabt, vor Weihnachten und Anfang Dezember oder Ende November einen Adventskalender zu machen. Und da habe ich so ein paar einzelne Ideen aufgeschrieben hier. Ich habe es letztendlich nicht gemacht und ich hatte auch keinen wirklichen Kopf dafür. Irgendwie so im November war viel los, dieses gesamte Jahr war irgendwie wieder viel auf einmal und man hat immer irgendwas, was noch kommt und was man noch zu tun hat und in der Arbeit ist einiges los und ich hatte dann auch keinen Kopf und ich hatte dieses Jahr wirklich so wenig Kopf für Weihnachten wie noch nie und ich habe dann auch im Dezember gemerkt, wenn ich dann auf Social Media gesehen habe, wenn dann Profile ihren Weihnachtskalender ihren eigenen gemacht haben, Adventskalender gemacht haben, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt wirklich, ihren Adventskalender gemacht haben, ich fand das cool. Ich fand es cool, was da für kreative Ideen kamen und das war auch immer sehr unterhaltsam, Tag für Tag, sich da was anzugucken, was da sich ausgedacht wurde und was da gemacht wurde. Nur ich merke, wenn ich das gemacht hätte, ich wäre da wahrscheinlich nicht vollständig mit Leib und Seele dabei gewesen, weil ich dieses Jahr wirklich Weihnachten mir nichts eingefallen ist. Ich wusste nicht, was ich mir wünschen soll oder so, ich wusste nicht, was ich mit Weihnachten anfangen soll. Hast du den Grund, dass ich die letzten Jahre Weihnachten jetzt nicht mehr so toll fand? Es hat verschiedene Gründe. Jetzt, was ich so dieses Jahr vor allem mit Kunden und Kollegen
diskutiert habe und mit allen möglichen Leuten, ist, dass ich finde, dass Weihnachten nicht mehr viel mit Weihnachten zu tun hat. Das ist eine sehr negative Herangehensweise, die ich mittlerweile an Weihnachten habe. Ich würde sagen, die vielleicht im letzten Jahr noch positiv waren, sehe ich jetzt gerade dieses Jahr so ein bisschen eher negativer und nicht ganz so positiv. Und denke mir dann so irgendwie, ich weiß nicht, also Weihnachten wird glaube ich zu so viel bei E gemessen. Dann habe ich schon gesagt, Adventskalender oder Adventskalender, den habe ich dann einfach nicht gesehen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, ich bin da nicht wirklich mit Leib und Seele dabei. Ich sehe jetzt nicht so, warum ich mich so dieses Jahr auf Weihnachten freuen soll. Und weil ich auch nicht, warum ich einen Adventskalender oder einen Adventskalender machen soll 2022, wo ich selber mich nicht mal hundertprozentig sehe. Ja, also das. Ich habe einfach Weihnachten nicht wirklich so gesehen, also jetzt, oh cool, da kommt jetzt Weihnachten auf mich so, juhu. Es hat sich mir nicht erschlossen und deswegen, ja, fand ich das dann irgendwie nicht so sinnvoll. Und dann war es dann irgendwann auch schon kurz vor Anfang Dezember und dann, naja, habe ich dann auch gelassen. Letztendlich habe ich mich sicher dann auch ruhig gefragt, wie soll man Weihnachten überhaupt angehen. Ich habe gerade schon davon geredet, Weihnachten hat im Grunde seine wirkliche Aussage verloren. Ja, Wintersonnenwende gibt es ja zum einen, dass gerade in der Zeit jetzt, dass eben die Tage wieder heller werden. Das war, glaube ich, weil ich historisch war, bei den Römern dann so ein Grund zu feiern um die Zeit am 21. Dezember, dass dann eben da der kürzeste Tag des Jahres ist, danach die Tage wieder schrittweise erst langsam dann irgendwann immer mehr bemerkbar länger werden und die Sonne jeden Tag ein bisschen länger da ist. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Das heißt, die dunkelste Zeit haben wir jetzt im Winter schon mal wieder hinter uns und jetzt geht es langsam wieder bergauf. Das kann man schon mal positiv sehen, weil ich finde es irgendwie auch immer unangenehm, beispielsweise, wenn ich im Winter eigentlich so, ja, bei Dämmerung aus dem Haus gehe und wenn ich abends nach Hause komme, ist es schon stockdunkel. Das finde ich dann immer sehr unangenehm, deswegen finde ich das natürlich positiv. Der Winter ist jetzt insofern gerade, um nochmal zu dieser einen Parallele zu kommen. Bedeutet jetzt natürlich nach 2 Jahren Corona oder nach mehreren Jahren Pause durch Corona und durch Ausbildung auch noch nach mehreren Jahren Pause ist es jetzt wieder die Zeit, dass ich wieder Musical mitmache. Und das ist natürlich, ja, 4 Jahre später tatsächlich nach dem ersten Mal wird das sehr interessant. Ich meine, ich war damals noch bei der Päpstin dabei, das war dann so ein 100-jähriges Jubiläum, aber ich weiß auch nicht, wie ich das bis heute sehen soll, weil das war irgendwie so ein bisschen erzwungen und das weiß ich nicht, wo ich hundertprozentig, dass ich dann mit dabei war. Also das sehe ich dann heute auch so ein bisschen so, ja, ich wollte da dabei sein, aber es war dann eher ein bisschen erzwungen für mich. Weil ich glaube, ich zu dem Zeitpunkt auch nicht akzeptieren wollte, dass das jetzt nicht geht. Auch wenn ich es hätte tun sollen, wahrscheinlich. Oder nicht so wahrscheinlich, ich hätte es tun sollen. Ja, letztendlich also ist es so, dass das ist natürlich was, was in dem Winter an begleitet, aber ansonsten ist es natürlich eine schöne Aussicht darauf, dass langsam wieder Sommer wird. Oder zumindest immer Frühling, das ist vor allem mit der Helle wird erstmal. Sommer, das ist noch eine Weile von uns entfernt, glaube ich. Wobei ich jetzt um Weihnachten rum, wenn das ziemlich warm war, dafür, dass es Winter ist, dass es Dezember ist und Weihnachten ist, haben wir wieder irgendwie so 14 Grad oder so, also das ist ja eigentlich auch nicht normal. Aber naja. Das kennt man von den letzten Jahren auch schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal wieder den Faden verloren. Auf jeden Fall, wenn man sich das überlegt, es wird wieder heller und das ist natürlich was Positives. Und wenn man nach dem Christentum geht, ist es einfach die Geburt Jesu natürlich, Hoffnung. Und wenn man sonst danach geht, nach dem vielleicht spirituelleren Teil, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Geborgenheit, die an Weihnachten ist. Und gerade jetzt, wo die Zeiten sehr hektisch sind, wo dieses Jahr viel irgendwie wieder war oder die letzten Jahre viel war, wo man jetzt minder hat ohne Corona-Einschränkungen, dass man wieder Leute treffen kann und so weiter, dann ist es natürlich verheißungsvoll und natürlich auch in sonstigen Zeiten. Es ist Krieg, es ist wirtschaftlich gerade vielleicht nicht ganz so angenehm. Man hat wirklich verschiedene Brandherde irgendwie und man hat verschiedene Sorgen, um die es geht. Da will ich auch noch drauf eingehen. Also, das heißt,
dann ist es natürlich so eine gewisse Hoffnung, dass man jetzt ein bisschen mehr Ruhe hat und dass es wieder so ein bisschen Normalität vielleicht einkehrt. Ansonsten finde ich aber, dass eigentlich dieser Gedanke an Weihnachten zwar schon irgendwie beschrieben wird, aber ich finde, Weihnachten wird da als etwas hergehalten, was es gar nicht mehr ist. Und was es, glaube ich, auch nie war die letzten Jahre. Ich glaube, dass ja, an Weihnachten irgendwie versuchen und vielleicht so von früher immer natürlich so frühere Weihnachtsfeste in Erinnerung suchen, die wir dann so hochhalten und man versucht so das perfekte Bild zu erleben, so alles ist schön, alles ist toll und das heißt, alles, was da nicht reinpasst, das will man einfach gar nicht sehen, habe ich manchmal das Gefühl und da muss alles perfekt sein. Das heißt, also, weil ich mir so gedacht habe, wenn dann Leute über Weihnachtsmärkte hetzen am Anfang von den Weihnachtsmärkten, Anfang Dezember oder so, es ist noch relativ entspannt, dann wird es irgendwann immer hektischer. Überall fahren Autos rum, überall rennen Leute rum, rasten irgendwie aus, wenn sie keinen Parkplatz bekommen und so weiter. Das sehe ich das gesamte Jahr über schon vor meinem Laden und die Leute hupen sich gegenseitig an, die Leute sind gereizt, schon das gesamte Jahr über sind gestresst. Vor Weihnachten sieht das Ganze nochmal an. Man ist viele Tage vor Weihnachten, ist man total im Stress. Je nachdem, was es dann Heiligabend zum Essen gibt zum Beispiel, ist man da auch nochmal gestresst, dass alles dann gut aussieht, dass alles geschmückt ist. Vielleicht hat man ein gutes Essen auf dem Tisch stehen hat. Und dann kommt man aus der Küche raus, setzt sich abends zusammen hin an den Tisch und dann so innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich der Stresslevel von hier oben nach ganz nach unten sinken. Und ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Das funktioniert nicht. Das heißt, also man macht sich eigentlich zu große Hoffnungen von Weihnachten. Natürlich, so eine gewisse Ruhe ist schön und gut. Und das ist ja eigentlich so, dass ich dieses Jahr allen Leuten, mit denen ich über Weihnachten geredet habe, Kunden und so weiter, Kollegen, weil ich denen gewünscht habe, dass man so eine gewisse Ruhe hat und Ruhe findet an Weihnachten. So ein bisschen Entspannung und ein bisschen Erholung und wirklich eine gewisse Stille. Ja, das ist dann für mich vielleicht noch. Ich habe noch ein paar Weihnachtsfilme, die ich eigentlich noch sehen wollte, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Mein Problem mit dem Fernseher tatsächlich, aber ist auch egal. Aber ich, also das ist vielleicht dann noch für mich sowas, aber sonst finde ich irgendwie, man misst dem Fest sehr viel mehr bei, als es ist. Also das ist irgendwie so, man erwartet, dass das perfekte Fest sein soll und dass einfach alles so schön ist und alles andere, was vielleicht dann nicht so toll wäre, das will man gar nicht erst haben. Das will man gar nicht erst sehen. Spielt dann auch keine Rolle. Es muss das tolle Fest sein. Und dann habe ich mir auch in dem Zusammenhang gedacht, und wenn ich dann 3, 4 Tage später wieder dann beim Arbeiten bin und dann sehe, wie dann die Leute sich gegenseitig wieder anhupen, weil der eine nicht so schnell aus der Parklücke kommt, dann ist dieses ganze Weihnachtliche vergessen. Es gibt einen Film, den ich wahnsinnig gerne zu Weihnachten immer gucke, das ist Die Geister, die ich rief. Mit Bill Murray. Wo sein Charakter am Ende vom Film was Weihnachten sagt. Und so ein bisschen beschreibt, um was es bei Weihnachten geht oder gehen sollte. Nicht Liebe und Fürsorge für andere, denen es vielleicht nicht so gut geht und dass man sich oder dass man aufeinander zugeht. Ich finde diesen Gedanken nach wie vor schön und ich finde diese Aussage auch toll. Ich finde es nur schade, dass das immer an Weihnachten so beschrieben wurde und dass es dann sonst egal ist. Dass ich sonst immer das Gefühl habe, wenn ich tagtäglich in meinem Laden bin, dann irgendwelchen Leuten zugucke, wie sie dann irgendwie ja ausrasten, weil jemand anderes ihnen die Parklücke steht oder sowas. Und ja, also letztendlich, wie wir Deutschen generell, glaube ich, die sich ja auch wieder gemeckert haben, dass uns vielleicht im Winter der Strom fehlt oder dass wir vielleicht mal ein bisschen weniger heizen können. Und trotzdem haben viele von uns Deutschen, nicht alle, es gibt viele Deutsche, denen geht schlecht, die leben von Hartz IV, die leben in Altersarmut, Kinderarmut, denen geht wirklich schlecht. Und dann gibt es aber auch viele in Deutschland, glaube ich, die eigentlich kein schlechtes Leben haben und ich habe mir dann auch so gedacht, dass auch mal mit Kunden geredet, solange wir in Deutschland und wo ich noch Gedanken machen, oh, was könnten wir dieses Jahr ja, Weihnachten essen? Essen wir doch wieder die Weihnachtsgans oder so? Also ich weiß nicht, ob uns dann wirklich so schlecht geht und ob wir dann wirklich so betroffen sind. Natürlich, es gibt viele Sachen im Jahr, die einen so ein bisschen beschäftigen und
wo ich gucken muss gerade, dass einfach ziemlich viel auf einmal auf einen einprasselt. Und das ist natürlich was, da rede ich jetzt vielleicht auch so, ich hoffe, da komme ich jetzt nicht so überheblich rüber, aber ich finde irgendwie teilweise, wenn ich mir überlege, dass Leute in der Ukraine seit einem Dreivierteljahr jetzt ohne Strom in ihrem Haus sitzen, ohne fließend Wasser, jetzt gerade im Winter ohne Heizung, die können nicht heizen, ja, vielleicht sind ihre Fenster kaputt, weil irgendwo in der Nähe eine Rakete explodiert ist und durch die Druckwelle die Fenster kaputt gegangen sind, sie können sie nicht reparieren und die sitzen dann in ihrem Haus halb zerstört oder so und sitzen dann da und versuchen dann trotzdem irgendwie Weihnachten zu feiern und haben nichts, wirklich gar nichts. Und wir in Deutschland, wir meckern dann wegen irgendwelchen Kleinigkeiten letztlich. Also ich finde, da muss man schon immer ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, uns geht noch verdammt gut und deswegen denke ich mir dann manchmal so, also warum muss es dann das perfekte Weihnachtsfest sein? Es muss alles so idyllisch sein, alles so perfekt und es muss bloß alles gut aussehen, weil alles andere darf nicht sein. Also das sind teilweise echt Luxusprobleme. Und das andere, was ich halt auch finde, Weihnachten hat auch dadurch viel verloren, dass man mittlerweile Amazon Prime hat. Ja, gerade vor Weihnachten gibt es viele Bestellungen bei Amazon Prime. Ich will nicht wissen, wie es den Paketboten da geht, die dann rumfahren und schon im Laufe des Jahres viel Stress haben, aber ich glaube, an Weihnachten sieht das nochmal so ordentlich an, das kann man sich gar nicht vorstellen, das will man sich gar nicht vorstellen und das ist schon extrem. Und ich finde auch so diese ganze Verfügbarkeit von allem. Man bestellt was auf Amazon Prime, wenn man wirklich Prime hat, kann sein, dass es am nächsten Tag bei einem ist. Wenn man wirklich Glück hat, hat man vielleicht sogar am gleichen Tag da. Und dann hat man ja auch so eine Art Paket, das man auspacken kann. Dann beschenkt man sich im Laufe des Jahres selber. Das heißt, so richtig wissen, was man sich zu Weihnachten wünschen soll, tut man auch nicht. Weil man hat ja sich das, was man haben wollte, über das Jahr gekauft. Das heißt, das ist dann eh schon da. Dann ist es dann meiner nochmal schwieriger. Und dann ist so dieses ganze Gefühl an Weihnachten irgendwie was auszupacken. Oh, ich sehe gerade jetzt, es ist der 27. Dezember. Ja, nun, ist dann halt nach Weihnachten heute gekommen. So dieses ganze nachweihnachtliche, dieses ganze weihnachtliche Schenken ist dann eigentlich auch völlig ja, am Ende. Also, das bringt dir dann auch nichts. Und ja, ich meine, wenn man mit jemandem über Weihnachten redet, ja, was wünschst du dir zu Weihnachten? Dann, das hat ja eigentlich im Grunde nichts mit Weihnachten zu tun. Deswegen, wie schon gesagt, ich finde das an Weihnachten eigentlich wichtig sein sollte, dass man einfach die ruhige Zeit genießt. Ja, das gesamte Jahr ist stressig und ich mag es jetzt auch schon wieder die letzten Tage. Ich finde es gut, ich freue mich dann immer so ein bisschen, wenn ich dann auf Social Media auch sehe, dass die Leute weniger aktiv sind, dass sie, also wenn ich mir das überlege, vor so 10 Jahren, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren natürlich auf Social Media aktiv und wenn ich mir überlege, wie es dann früher war, wo dann, glaube ich, alle Leute in meinem Alter, da waren wir natürlich alle noch ein bisschen jünger und dann hat man dann noch viel mehr auf Facebook gemacht und mittlerweile sieht man dann einfach, dass viele, von denen ich früher, ich meine zumindest in Erinnerung zu haben, dass man da noch aktiver war, dass viele heute einfach sagen, Weihnachten, da mache ich mein Handy mal aus und da will ich einfach nicht erreichbar sein. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, wenn ich mir eigentlich, ich finde es ziemlich cool, dass man da einfach mal so ein bisschen abschaltet, dass man da einfach so ein bisschen ruhiger macht. Ansonsten ist ja eh schon alles stressig genug. Und das finde ich persönlich eigentlich sehr schön. Und deswegen, ich habe die letzten Tage dann auch wirklich gesagt, okay, Handy jetzt mal weg. Oder zumindest, man versucht es ja immer manchmal. Es ist ja natürlich auch viel Leerlauf, dann guckt man doch mal wieder drauf und letztendlich war man, okay, die Welt hat sich doch nicht weitergedreht oder hat sich weitergedreht, aber es ist jetzt zumindest auf der Social Media Welt nicht wirklich viel weiter mehr passiert. Also da ist schon ein bisschen mehr Stillstand, aber man gewöhnt sich einfach daran und das ist im Grunde auch nicht auch immer optimal. Ja. Letztendlich muss ich aber auch sagen, es ist dieses Jahr, wo ich, wie so gesagt, an mir vorbeigegangen Weihnachten. Also, ich war nicht, ich, wie und wann ich so kam. Ich bin den gesamten Tag eigentlich, habe ich nur gewartet darauf, dass der Abend kommt. Dann war der Tag vorbei und dann 25. 26. ging jetzt auch voll vorbei. Also, das heißt, Weihnachten, man hat überhaupt, glaube ich,
glaube ich, überhaupt gar keine große Zeit mehr, das wirklich zu erleben und zu genießen. Das ist auch so ein Punkt, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, früher in der Schulzeit hatte man natürlich Ferien. Man ist irgendwann vor Weihnachten nach Hause gekommen, die Ferien haben begonnen. Man hatte so ein bisschen Zeit, zu Hause anzukommen. Es gehört nun mal zum Arbeitsleben dazu, dass man jetzt mitunter um Weihnachten herum noch arbeitet, kurz bevor Weihnachten losgeht, arbeitet und dann eben ja nach Weihnachten auch wieder ran muss. Bei Schülern ist es natürlich so, die haben dann rund um Silvester auch noch frei und kann auch diese eine Woche zwischen den Jahren, ja, 24. bis 31. Dezember ist immer so eine Woche, die ich ziemlich interessant empfunden habe, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, entgegen meiner vorherigen Aussage, dass die Leute trotzdem so ein bisschen entspannter sind. Wenn man einmal so das Gefühl hat, ja, jetzt ist irgendwie so ein bisschen mehr Stille. Wenn mal was nicht aufhört, dann akzeptieren das die Leute und die Leute wirken dann entspannter und trotzdem habe ich das Gefühl, der Alltag kommt manchmal dann so schnell wieder zurück, wo dann wieder alles hektisch, hektisch, hektisch sein muss und alles schnell, schnell, schnell gehen muss, weil langsam können wir ja alle nicht mehr und es muss alles so schnell gehen, es muss uns allen so schnell, so gut gehen und Kommerz, 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 glaube ich, ist dann immer so ein Thema Konsum und ja, man muss das machen. Als Leben ist einfach darauf ausgelegt, stressig zu sein und so richtig Ruhe kehrt nie richtig ein. Das ist im Grunde immer ein bisschen traurig, finde ich. Und deswegen, wenn ich so, wie schon gesagt, das will ich vielleicht in dieser einen Woche gut finde, wenn dann da ein bisschen mehr Ruhe ist. Wobei, wie schon gesagt, ich mittlerweile einfach so das Gefühl habe, durch die Arbeit, die man einfach hat, das gehört einfach dazu, das ist so. Aber man hat natürlich. Hat im eher so den Gedanken, okay, jetzt habe ich vielleicht ein verlängertes Wochenende, wenn die beiden Feiertage, erst dann zweiter Weihnachtsfeiertag auf Donnerstag und Freitag oder Montag, Dienstag waren, dann hat man dann einfach ein bisschen mehr Feiertage, ein bisschen mehr freie Tage, ein längeres Wochenende, aber sonst ist es dann einfach ein Wochenende wie viele andere auch. Ja, also das ist dann einfach so ein bisschen, man nimmt es weniger wahr. Und das ist dann einfach, dann muss man dann einfach das auch wieder genießen. Also wie schon gesagt, ich wiederhole mich, na, wie immer halt, alljährlich. Also es war dieses Jahr auf jeden Fall so, man kommt überhaupt nicht mal richtig dazu, in Weihnachten reinzukommen, weil Weihnachten irgendwie so schnell wieder vorbei ist, dass es dann schon wieder erledigt ist. Und dann geht es eigentlich schon wieder fast weiter. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Zumindest die Ruhe sollte man genießen. Wie schon gesagt, ich finde, alles andere von Weihnachten wird so hochgestellt, dass man sieht, dass Weihnachten irgendwie immer sowas ist. Oh, das muss alles toll sein. Oh, jetzt das muss das perfekte Fest sein. Natürlich, die Leute wollen immer so ein bisschen Ruhephase haben. Und Leute wollen immer so ein bisschen so ein angenehmes Gefühl haben inmitten von stressigeren Monaten, die hinter uns liegen und ja, jetzt die letzten Jahre waren alle so ein bisschen bescheuert mit Corona, mit Krieg, mit Energiekrise, Inflation. Es ist unglaublich viel, was da einprasselt auf einen, aber letztlich, ja, man stellt dann trotzdem, finde ich, Weihnachten so hoch und erwartet von Weihnachten immer so das perfekte Fest zu sein. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sonst das gesamte Jahr über irgendwie Stress hat oder das irgendwie was ist, kann, finde ich persönlich, sollte man, zumindest ich persönlich finde das, man sollte dann nicht von Weihnachten erwarten, dass es dann das Fest ist, das einem das restliche Jahr rettet, weil das wird es nicht sein. Ich glaube, dass man dann einfach dankbar sein sollte, dass man da ein bisschen Ruhe hat, sollte vielleicht dann bewusst die Ruhe genießen, wirklich mal bewusst irgendwie gucken, dass man wirklich mal komplett abschaltet. Und ich merke auch, wie ich jetzt genieße. Also ich merke auch, wie gut es ist, wenn mal auf Social Media nichts los ist und einfach generell, wenn man mal einfach vor 2, 3 Tagen einfach komplett runterfährt. Das finde ich ist wirklich wichtig und das finde ich sollte man sich mitnehmen und das man vielleicht dann auch doch so diese Entspannung aus den Feiertagen mitnimmt. Das denke ich mir jedes Jahr, letztendlich ist es dann immer so, dass dann einen der Alltag immer sehr schnell wieder einholt, aber das ist eigentlich so das, was ich von Weihnachten finde, dass das das Wichtige ist. Und ob das jetzt, ja, also dieses
perfekt harmonische Weihnachtsfest ist, wie es immer sein soll. Ich weiß nicht, ich finde zumindest, dass diese Erwartungen nicht immer gestellt werden sollen. Ich sage das natürlich nur aus meiner Sicht. Wenn ihr das natürlich hattet, dann freue ich mich für euch und dann hoffe ich, dass ihr eine entspannte Zeit hattet. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich alles so gesagt. Es ist, wie schon gesagt, ich hoffe, dass ihr eine entspannte Zeit hattet und dass ihr dann wirklich die Zeit genießen konntet. Und wenn ihr jetzt frei habt bis Ende des Jahres, ich meine, dazu habe ich letztes Jahr auch ein Video gemacht und ich da auch nicht so ganz verstehe, warum man dass es dann so groß begehen muss, dieses Datum, dass da jetzt wirklich ein neues Jahr beginnt. Das ist dann auch nur eine Sekunde, die man feiert und so ganz verändert hat sich da mein Gedanke nicht wirklich. Vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Aber wenn ihr die Zeit frei habt, dann genießt die freie Zeit, entspannt ein bisschen, genießt weniger Stress, vielleicht wirklich mal eine komplette Woche einfach abschalten. Wenn ihr das Video geguckt habt, ist natürlich auch nicht schlecht, aber muss nicht sein. Wie so ein Peter Lustig immer gesagt hat, abschalten. Ne? Das tut, glaube ich, ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und vor allem, glaube ich, entspannt bleiben, weil der Alltag wird sehr schnell wieder zurückkommen und wie schon gesagt, deswegen dachte ich mir so dieses Jahr so, ich meine, letztendlich, man merkt dann immer wieder, über was wir Leute uns im Grunde aufregen, über was wir uns in Deutschland aufregen, was teilweise echte Luxusprobleme sind. Und anderswo in Europa ist gerade wirklich Krieg und die Leute haben wirklich gar nichts mehr und wir machen uns dann wirklich über Kleinigkeiten Sorgen und deswegen finde ich, muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Und ich hoffe, dass man sich so ein bisschen was von dieser Entspannung von Weihnachten mitnehmen kann. Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten, auch wenn das Weihnachten schon vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine gute Zeit zwischen den Jahren. Und ja, gute Zeit noch. Wir sehen uns, denke ich, wieder an Silvester. Bis dann. Ciao.